Und wie das am besten zu bewerkstelligen ist, darüber spreche ich jetzt mit dem Virologen Professor Hendrik Streeck von der Universität Bonn. Herr Professor, ich grüße Sie. Einen schönen guten Tag, Herr Simon. RKI-Vizepräsident Schade, der sagt ja, der Höhepunkt der Omikron-Welle sei jetzt überschritten. Sehen Sie das genauso? Ja, das sehen wir ja alle an den Fallzahlen, dass wir am Scheitelpunkt gewesen sind, jetzt die Fallzahlen langsam runtergehen. Das ist ein gutes Zeichen auch in den Intensivstationen und in den Krankenhäusern sehen wir jetzt nicht den befürchteten Anstieg mehr. Daher ist das alles erstmal ein Zeichen, was uns sagt, wir gehen in eine entspanntere Phase rein. Kopfschmerzen bereiten könnte allerdings die Omikron-Untervariante BA.2. Wie muss man diese Variante denn momentan einordnen? Ja, also was wir darüber wissen, dass es eine leichtere Übertragung zu haben scheint, also noch leichter als die Untervariante BA1, aber keine schweren Verläufe machen soll. Also zumindest von den Daten, die bisher vorliegen, sieht man keinen Anstieg unter BA2 in der Hospitalisierungsrate. Das hatte mich eben in der Matz ein wenig gewundert, weil das gesagt wurde. Also das können die Daten bisher nicht hergeben. Aber ist es theoretisch denkbar, dass wir auch wieder mit einer schwereren Variante konfrontiert werden? Momentan sieht es ja gut aus, aber könnte da noch mal so ein Recall kommen? Naja, möglich ist vieles. Also wir können theoretisch auch eine ganz neue Variante bekommen, die viel schwerere Verläufe macht. Wir können aber auch eine Variante bekommen, die noch leichtere Verläufe macht. Also das ist alles Spekulation. Und ich für meinen Teil warne wirklich davor, dass wir ja spekulieren und uns Dinge an die Wand malen, von denen wir überhaupt nicht wissen, ob sie kommen könnten oder nicht. Ich glaube, wir haben im Moment ein deutliches Vorherrschen der Omikron-Variante mit fast 99%. Das ist das, mit dem wir umgehen müssen. Alles andere ist eigentlich im Bereich der Fantasie. Dann schauen wir noch mal auf die nähere Zukunft. Bis zum 20. März sollen ja die meisten Corona-Maßnahmen wegfallen. Ist das demzufolge dann auch die richtige Entscheidung? Ja, ich als Virologe mache mich ungern an Daten fest, sondern eher an Fallzahlen und wie es sich in den Krankenhäusern verhält. Ist es natürlich richtig, dass wir jetzt langsam in eine Normalität wieder hineingehen. Wir haben allen Menschen haben ein Impfangebot gehabt. Bei der vulnerablen Gruppe haben sich mindestens 88% geimpft. Wir haben unheimlich viele Genesene, sodass man vorsichtig hier, also behutsam, die Maßnahmen zurückfahren kann. Die Maske ist im Moment noch wichtig, da wir wissen, dass sie das gut zur Kontrolle des Infektionsgeschehens beiträgt. Aber die Zeichen stehen doch wirklich auf Entspannung in vielen verschiedenen Bereichen und die Omikron-Variante hat uns dabei geholfen. Gesundheitsminister Lauterbach, der sagt ja, ohne Impfpflicht hätten wir im Herbst wieder die gleiche Situation, die wir jetzt in der vergangenen kalten Saison hatten. Ist das jetzt Angstmacherei oder ja, kann das tatsächlich eintreten? Naja, wir werden im Herbst und Winter wieder einen Anstieg der Fallzahlen haben. Die Frage ist, wie wir damit umgehen. Wir wissen natürlich auch nicht, welche Variante kommt und wir wissen auch nicht, welche Impfstoffe wirken. Ich habe mich öfter schon skeptisch gegenüber einer Impfpflicht geäußert, aus mehreren Gründen. Ich denke, es ist wichtig, diese Zeit jetzt aber zu nutzen in den Sommermonaten, damit wir sowohl die Krankenhäuser, das Gesundheitswesen nachbessern, als auch Planspiele durchspielen, also uns bestimmte Szenarien aufmalen, ähnlich wie das Sage es getan hat, um zu überlegen, wie wir im Herbst und Winter damit umgehen. Also wir sollten uns nicht wie die letzten beiden Sommer davon leiten lassen, dass die Pandemie vorbei ist, sondern vielmehr uns vorbereiten und da dann auch mit einem kühlen Kopf, ohne überrascht zu sein, darauf zu reagieren zu können. Und das bedeutet, dass wir jetzt anfangen müssen zu planen. Vielleicht noch mal ganz kurz der Genesenenstatus, ob 3 Monate oder 6 Monate, ist ja immer wieder in der Diskussion. Und wer darüber entscheiden darf, was macht denn da aus medizinischer Sicht überhaupt Sinn? Wie lange nach einer Infektion ist man denn nun immun? Ja, also gerade bei den Infektionen hängt es ja auch sehr davon ab, mit welcher Variante man infiziert gewesen ist.
Ich denke, wir müssen hier pragmatisch vorgehen. Alle, die einen Antikörpernachweis im Blut haben, also einen bestimmten Level von Antikörpern haben, die sind im Grunde eigentlich geschützt, ganz egal, ob sie das durch eine durchgemachte Infektion oder durch die Impfung erreicht haben. Zusätzlich sollte man eben dann auch in der Bevölkerung mal bestimmen, wie viele eigentlich so eine Schutzquote hat. Das würde uns nämlich helfen, auch im Herbst und Winter sehr viel besser damit umzugehen. Professor Hendrik Streeck, vielen Dank für dieses Gespräch. Dankeschön. Sehr gerne.